Farming Simulator 2017! Yay! Endlich ist es draußen! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Farming Simulator 2017. Aber ich glaube, ist es richtig oder ist es falsch? Ich glaube beides. Richtig und falsch. Ja, während wir das in einem anderen Let's Play, halt Multiplayer machen, da war nicht richtig, werden wir natürlich hier die Karriere spielen. Den Einzelspielermodus. So, Spielstand. Ich mach mal vorsichtshalber. Nur vorsichtshalber. Den Spielstand 20. Weiter. Ich mache mal einfach. Und Gold Creed. Wir können natürlich auch diese Map hier nehmen. Sieht die irgendwie anders aus? Wurde die angepasst oder so? Hm. Ja, ja. Gold Crest, Valley. Moment, bevor ich aber jetzt irgendwas mache, will ich nochmal ganz kurz Optionen gucken. Ganz kurz. Hier, ne, alles sehr hoch eingestellt. Objektsichtweite ist auf Maximum. Okay. Machen wir mal hier auch auf Maximum. Ich weiß nicht, leider habe ich nicht so viele Ahnung. Ich weiß nicht, was, ob das jetzt das Maximum ist. So, mal ganz kurz gucken. Ja, lala. Realistische, ja. Texturauflösung, natürlich. Natürlich, sehr hoch. Pflanzen. Ach, das war schon auf Maximum. Okay. Hier haben wir noch nicht Maximum. Wir holen alles aus dem Spiel raus. 400 ist Maximum. So, da bin ich wieder. Ja, da muss ich mal was schneiden, weil ein bisschen verträgt sich das Spiel irgendwie nicht mit OBS. Und ja, ich habe echt Probleme mit OBS. Also gut, machen wir mal weiter, bla bla bla. Ich wollte nämlich hier, ne, Tastenbelegung, nein. Hardware-Profil, ja, la la bla. Hä? Kann man da? Achso, ja gut. So, da bin ich wieder. Ja, manchmal hat das Spiel leider noch so seine Macken. Also, es ist richtig ätzend, mit OBS aufzunehmen. Gut, wir machen jetzt einfach mal nochmal. Sorry für die... Ich wollte auf einfach machen. Gold Crest Valley. So, Mann. Ich kann das nicht aussprechen. Wir. Eigentlich ist es egal, was wir nehmen, weil wir sehen es eh nicht. So. Die beiden haben wir, weil ich vorbestellt habe auf Steam. Einmal ein Challenger. Die Field Wiper und einmal die Valtra T-Series in den Q-Edition mit Q-Muster. Finde ich cool. So. Wir werden später natürlich noch mit Mods spielen und so weiter. Ich wollte gerade sagen, während der lädt, kann ich ja mal kurz was aufschreiben, aber egal. Willkommen in Landwirtschaftssimulator. Möchtest du jetzt eine kurze Tour beginnen, die dir die Grundelemente des Spiels zeigt? Ehrlich gesagt, nein. Wenn ihr in ein Tutorial, also wenn ihr wollt, dass das Tutorial sehen wollt, dann solltet ihr lieber mal woanders schauen, weil ich habe tatsächlich schon ein bisschen Ahnung von Elders. Also von Landwirtschaftssimulator, nicht von LS7, sondern von LS15. Das habe ich sehr viel gespielt, mit Mods und allem möglichen drum und dran. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt keinen Bock auf ein Tutorial, ich will zocken. Ja. Nein. Um die Tour zu einem späteren Zeitpunkt zu starten, kannst du einfach eine neue Karriere im Goldcrest Valley beginnen. Und du wirst erneut gefragt. Okay, danke. So. Einmal kurz speichern. So. Hier unten haben wir unsere ganzen Fahrzeuge, die wir schon haben. Ihr seht, wir haben schon
Naja, gut, das sind jetzt keine Fahr das sind hier die ganzen Dinger, die wir halt besuchen können. Entschuldigung. Ja, es ist am Tag des hier der Freischaltung aus Steam, also der 25. um 2:28 Uhr. Wir haben vorhin noch ein bisschen Multiplayer aufgenommen. Ich und Hähnchen. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen müde und ja. Aber gut. Unser Auto. Mit F1 können wir übrigens oben die Hilfe einzeigen. Leider können wir den Rest nicht. Ausblenden. Ah, gut zu wissen. Das ist natürlich was Feines. Hätte ich auch fein gemacht. So, Lizard Pickup Rodeo. Der hat natürlich einen coolen Sound. Da hinten ist Saatgut und Dünger. Ja. Das Spiel. Ich muss sagen, es sieht geil aus. Es sieht nicht so wirklich viel besser aus als der Vorgänger. LS 15. Aber es wurde schon einiges gemacht. Die Texturen sehen besser aus, finde ich. Das Gras sieht hier. Der Sound hört sich geil an. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen im Multiplayer. Kann es angehen, dass das Auto irgendwie wuppelt? Wenn du Stroh oder Heuballen. Wenn du für Stroh oder Heuballen keine weitere Verwendung hast, kannst du diese hier einlagern und erhältst etwas Geld dafür. Cool. Entschuldigung. Ja, kann man auch durchfahren. Oh, hier haben wir noch was. Silos. In diesen Silos kannst du vorübergehend Rohstoffe lagern. Fahre dazu mit einem befüllten Kipper über die Abladestelle und entlade die Fracht. Ein Symbol wird rechts eingeblendet, sobald du richtig stehst und den Kippvorgang einleiten kannst. Meine Vorleseskills sind heute wieder legendär. Um einen der Rohstoffe aus dem Lager zu entnehmen, stelle einen Anhänger unter das Rohr. Auf der anderen Seite also stelle einen Anhänger unter das Rohr auf der anderen Seite und aktiviere es. Der Kipper wird dann aufgefüllt, bis er entweder voll oder das Infotext, der Infotext verschwindet. Ja, das ist natürlich auch fein. Kann man hier eigentlich reinfallen? Nein. Kann man nicht. Ehrlich gesagt, schade. Aber vielleicht auch ganz gut, weil wenn man mit in Eile hier so rüberfährt und dann hier erstmal feststeckt, das wäre nicht so schön. Ja, das Fahrsilo. So, ich will jetzt ganz kurz was gucken. Preise. Ja, haben wir. Also das ganze Zeug haben wir. Oh, wir haben Sonnenblumen. Boah. Wir haben. Ja, keine Kartoffeln, keine Rüben. Wir haben Sojabohnen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also, es gibt so viel hier, was wir. Alter, 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 alter. Boah. Okay, das Spiel wird interessant, sehr interessant. Wir gehen gleich nochmal, ich mache das anders. Am Ende der Folge, also ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumzeigen und am Ende der Folge gehe ich mal die, hier, die Fahrzeugliste durch. Das habe ich zwar im Multiplayer gemacht, aber da habe ich halt das oh Gott, Entschuldigung, da habe ich das halt nur mal kurz überflogen. Relativ kurz überflogen. So. Fahrzeugübersicht. Hier sieht man, dass die Fahrzeuge, der hier, der IH 1660, das ist, glaube ich, die Erntemaschine. Die ist schon mittlerweile etwas. Was ist das? Ach, wir haben noch einen Case. Ist das. Na egal. Die haben jetzt eine Lebensdauer. Das heißt,
Denke ich mal. Je älter die sind, desto weniger bringen sie ein, wenn man sie verkauft. Oder haben auch, ich denke mal, die gehen auch mal kaputt oder so. Kann sein, vielleicht. Mal gucken. Werden wir irgendwann mal bestimmt erfahren. Finanzen. Wir haben 25.000. Können. Bis 200.000, oder? Ja, bis 200.000. Ich werde mal erstmal hier wieder auf 25.000 gehen. Machen wir später. Schafe, Produktivität, Schafbestand, Produktionsrate, nächste Tiere in. Nächstes Tier in. Ah ja, man kann ja jetzt auch Tiere züchten und so weiter. Wolle, Güllgrube, man kann jetzt Gülle verkaufen und so weiter. Man kann jetzt so viel machen in dem Spiel, das ist so der Hammer. Tiere brauchen immer Wasser. Sie benötigen auch einen sauberen Fütterungsbereich und manche etwas Stroh. Was? Oh Mann! Ich sehe irgendwie gerade hier, hier Sauerstoffmangel oder so. Das Futtergemisch setzt sich zusammen aus 100% Gras, Heu und Gras. Tiere brauchen immer Wasser. Bla 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 bla. Ja, gut. Statistiken. Ja. Spieldauer. 7 Minuten. Ja, 14 Minuten. Ja, gut. Ich muss das. Wahrscheinlich nicht 14 Minuten, weil ich muss schneiden. So. Ich will jetzt hier. Hilfe in Icons im Spiel. Ja, lasse ich erstmal. Modus für Farbenblinde. Nein. Geld an. Jo, jo. Interaktion. Zonenmarkierung. Ja, lass ich mal an. Radio an. Nur Fahrzeug. Stimmt, das hat gefehlt. Ja, das hat gefehlt. Yeah. Ich hoffe, es gibt keine Probleme mit der GEMA oder sonst wer. Ich mach die Musik trotzdem mal ein bisschen leiser. Aber mach ich mal so. Fahrzeuge mache ich mal auf 30. Yeah. Fahrzeugkamera zurücksetzen. Aus an, aus an, aus an. Aus an. Merkt sich beim Aussteigen die Kameraposition für jedes Fahrzeug. Aha, interessant. Alter, was ist denn los? Ich bin hier die ganze Zeit am Rumgehen. Tut mir natürlich leid. Dynamische Fahrzeugkamera. Die Fahrzeugkamera versucht immer horizontal zur Umgebung ausgerichtet zu bleiben. Eigentlich nice. Y-Achse invertieren. Nein. Auf den Zug wechseln. Mach ich mal aus. Machen wir später alles. So. Mein Spielstand kann man jetzt auch umbenennen. G-LB. LP. So. Boggy LP. LP. Was? Lass ich jetzt erstmal so. Eingabe. Zeit, Verkehr an. Auf jeden Fall. Schmutz normal. Automatischer Motorstart will ich anlassen. Nein. Will ich ausmachen. So. So rum. So müssen wir jetzt nämlich immer zum Motor anmachen. Die Eingabetaste drücken. Und beim Start und Stop-and-Go-Bremsung. Das heißt. Wenn wir auf von der W-Taste runtergehen. Ich spiele übrigens mit Tastatur und nicht mit Lenkrad. Dann stoppt das Auto nicht, sondern fährt, also rollt aus. Und bremst dann nicht halt nicht, wenn ich ja, vom Gas gehe. Spritverbrauch. Spritverbrauch. Ich bin voll aufgeregt, dass das Spiel endlich da ist. Aber will ich auf jeden Fall niedrig oder normal? Willst du mich verkackern? Warte. Legt fest, ob ein Helfer automatisch Treibstoff nachfüllt oder verbraucht wurde. Erhöht die Kosten für Hilfe. Aus. Kaufen. Ja. Helferbetankung, Dünger. Tanken. Jo. Jo. Jo.
Pflanzenwachstum. Ja, mache ich schnell. Pflanzen sterben aus. Ja. Flügen notwendig. Legt fest um deine... Komm, machen wir an. Düngerstufen. Die Zeit, die du benötigst, um deine Felder für die maximale für den maximalen Ertrag zu düngen. Man kann es auf 1... Komm, machen wir mal auf 3. Nee, machen wir erst einmal auf 1. Später können wir noch auf 3 machen. So, und hier sind Bauerngrundler, erweiterte Kenntnisse, Tiere. Hier können wir uns halt, ja. Lebensdauer der Berät. Mit der Zeit altern deine Fahrzeuge. Ihre täglichen Unterhaltskosten steigen langsam. Ah, okay. Gut zu wissen. Behalte die Kosten im Auge und verkaufe deine Maschinerie, sobald ihr Unterhalt nicht mehr profitabel ist. Gut. Geräte mieten. Ah ja, genau. Man kann auch mieten. So, ich speichere jetzt mal hier kurz, weil ich glaube, hier kommt nichts mehr. Genau. Hier sehen wir die Karte. 14, 15 und 12. Das sind unsere Felder. Die anderen Felder müssen wir uns kaufen. Können aber da auch Quest annehmen und so weiter. Das heißt, wir können da Quest annehmen und dann halt alles ernten und so weiter. Und kriegen dann Knete. Keine Ahnung. Werden wir alles auf jeden Fall noch testen. Hier ist ein Bahnhof. Hier ist ein Bahnhof. Wo ist der andere Bahnhof? Ach, hier. Hier ist eigentlich der große Bahnhof. Dann geht's einmal hier rum. Zack, zack, zack. Hier ist ein Bahnhof. Lalalala. So. Hier gibt's noch eine zweite Linie. Hier ist, glaube ich, ein Bahnhof. Lalalala. Und fertig. Ja. Ja. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, kommen nacken. Alter, Moment. Achtet mal bitte auf die tolle Federung. Ist das geil. So. Ich würde sagen, wir schauen uns noch mal ein bisschen die Karte an. Ja, wo fangen wir mal erstmal... Alter! Kann das angehen, dass irgendwie die Steuerung ein bisschen hakt? Ah ja. Ein bisschen scheint sie zu haken. Ich muss, ja. Aufpassen. Ja. Hier haben wir ein Feld. Oh. Und da... Kommen wir da... Ah, hier können wir hoch. Okay. Kommen wir hier eigentlich weiter? Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, gut zu wissen. Was bedeutet dieses 5 Punkt? Oh, nee, hier war das nicht. Ja, 5,2 Stunden steht da. Warum? Alter, der kann irgendwie nicht... ich mach mal eben... Nein. Mach ich mal wieder an, weil ich glaube, irgendwie gibt's hier Probleme. Tja, hier haben wir ein Feld. Das scheint aber... Sonnenblumen. Ja. So, einen Augenblick. Nein. Nein. Na 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 na. So. Rock Radio FM. Yeah. Hier haben wir ein Häuschen. Schön, schön. Oh, der Sound vom... Der Rollsound. Hört sich das geil an.
Amazons Livestock Market. Ah, hier können wir wahrscheinlich Tiere kaufen. Cool. Tiere werden wir uns übrigens nicht liefern lassen, sondern wir werden die abholen, also selber fahren. Ich mach mal eben die Minikarte doch an. So. Motor angeschaltet gelassen. Macht ja nichts. Feld kaufen oder bewirtschaften. Kein Platz für Missionsfahrzeuge. Entferne bitte deine Ausrüstung. Was? Kein Platz für Missionsfahrzeuge. Entferne bitte deine Ausrüstung. Was soll das denn heißen? Okay. Na gut. Bin ich mal hier. Bisschen Country-Musik hier, ne? So. Ist schon schön, die Map. Da ist eine Halle. Da hinten ist eine Halle. Ich glaube, irgendwie jedes Feld hier hat eine Halle. Das ist ein bisschen übertrieben, aber naja, gut. Schon fein. Oh. Da ist eine Brücke. Oh. Ups. Oh, ja. Die Bäume. Oh ja, die sehen geil aus. Die Bäume sehen ja mal richtig geil aus. Viel besser als vorher. Super, gefällt mir. Steine. Cool. Steuerung. Moment. Ach cool. Guck mal hier. Kann eine Klappe öffnen. Mit der Maussteuerung. So. So. 25 Minuten schon. Ich denke mal, ich werde mal nach Hause fahren. Alter, die Steuerung. Meine Tastatur. Ich brauche eine neue Tastatur tatsächlich. Das ist natürlich ganz blöde. So, wir fahren mal kurz nach Hause. Yay, 100. Alter, 106 km/h tatsächlich. Geil. Ja. Hier ist es ja schon. So. Werden wir mal hier unser Auto parken. So. Motor aus. Aussteigen. So. So. Nee, halt. Einsteigen, weil ich brauche Musik. Weil jetzt möchte ich gerne euch die Fahrzeugliste, also ja, die Shopliste zeigen. Fangen wir mal an bei den Traktoren. Hier haben wir einen schönen Hürlimann, Zetor, Steyr. Ah, so ganz schön. Den finde ich cool. Ganz viele Trecker hier. Massey Ferguson, Zetor, Hürlimann. Cetor, Deutz, Case. Hallo, Case? Ah, ich brauche eine neue Maus. Ich brauche alles. Ja. Fendt. Oh, die sehen alle geil aus, die Trecker. Übrigens, wenn man hier auf Auswählen klickt, kann man die
Farbe ändern. Oh, geil. Meine Lieblingsfarbe. Ja, ich stehe auf diese Farbe hier. Geil, dass man an den Trecker hier so viel ändern kann. Also so viele Farben ändern kann. Ernsthaft? Felgenfarbe? Motorausführung. Ja. Frontlader kann man an denen machen. Das ist nämlich das Geile an dem Spiel, finde ich. Im Prinzip ist das alles, was man hier sieht. Nicht die volle Auswahl an Trecker, sondern nur ein kleiner Teil. Denn man kann die ganzen Trecker alle ändern. Nehmen wir mal hier den hier. Hier, na gut, hier kann man nicht viel ändern. Die PS von 300 PS auf ja, 400 PS. Radsetup, Radgewichte, Breitreifen, Zwillingsbereifung, Standard. Mega geil. Mitten. Ja. Ja, gut. Man kann jetzt auch, wenn man halt nicht so viel Geld hat, kann man sich auch halt einen Trecker mieten und so weiter, weil die sind schon ordentlich teuer, die Trecker. Ich würde gerne mal wissen. Ja. Kann man an den Frontlader, kann man an den machen? Von 210 PS auf 250, naja. Radgewichte, Pflegebereifung. Was ist das denn? Also ich muss noch dazu sagen, ich habe natürlich wenig Ahnung von Landwirtschaft. Ich weiß nur das, was es, was man in Landwirtschaft, also LS15 machen konnte. Ich hatte, bevor ich LS15 gespielt hatte, nicht mal ansatzweise etwas mit Landwirtschaft zu tun gehabt. Deswegen, ja, ich habe mir alles aus dem LS15 angeeignet. Also, ja. Auch werde ich nicht, ach, Pflegebereifung ist bestimmt hier sowas, solche dünnen Reifen, um die Felgenfarbe, ernsthaft. Um die hier Felder zu schonen und so weiter, denke ich mal. Ja, gut. Ich würde gerne mal... Hier, den Trecker finde ich cool. Kann man auch von 295 PS auf 336. Ah, Radgewichte, Breitreifen, Zwillingsbereifung. Ja, gut. Ja. Naja, mal gucken wir mal weiter. Lass ich mir aber noch mal kurz die... Dings durchgehen. Mal einmal hier kurz runterscrollen. Lalalalalalala. Den finde ich auch cool. Lalala. Den finde ich auch cool. Lalalalalala. Lalala. Der sieht mega geil aus. So. Frontlader. Hier haben wir... Ach, guck mal hier. Stereo Multi, 700 Vario, aha, okay. Ja, hier ist ein... Entschuldigung. Schaufeln, Dingsbums und bla bla bla, ja, alles vorhanden. LKWs, 4 LKWs stehen zur Auswahl. Die beiden gab es schon vorher, ich glaube der hier ist allerdings anders, ist ein anderes Modell. Weil der hat unter anderem Rundumleuchten. Kann man den übrigens auch ändern? Anhängerkupplung, Standard, Anhänger hinten. Oh, cool. Felgenfarbe. Dass man die Felgenfarbe verändern kann, das finde ich auch cool. Hier. Ganz viele Erntemaschinen. Finde ich auch mega cool. Kann man da auch was ändern?
keine Erweiterung verfügbar. Schade. Kann man bei denen was ändern? Schade. Nee, kann man nicht. Nö, nee, kann man bei keinen. Gut, nächstes, hier haben wir die Schneiderwerke, die Schneidwerke. Feldhäcksler. Boah, den finde ich geil und den finde ich auch cool. Schneidwerke für Feldhäcksler. Kann ich hier... Nee, kann ich nicht, okay. Ich wollte gerade die Musik weitermachen. Jetzt das wenig leiser machen, aber egal. Ich hoffe mal, dass die Musik jetzt gerade nicht so laut ist. Kartoffelernte, Rübenernte. Ja, das Teil ist mega geil. Mit dieser Maschine sammelst du Zuckerrüben vom Boden auf und beförderst sie in den Anhänger. Das ist nämlich auch eine Neuheit in LS17. Du kannst jetzt endlich die... Oh, Moment. Es tut mir leid. Irgendwas ist mit mir gerade los. Du kannst jetzt mit dem Kipper das Ganze, was du in den Kipper geladen hast, einfach so überall hin abladen. Werden wir bestimmt machen und zeigen und so weiter. Und ja, du brauchst dann halt einen Radlader und so weiter, um das dann wieder aufzuladen. Aber das kann man jetzt halt alles machen, was ich mega geil finde. Das heißt, wenn du keinen Platz mehr in Silos hast, die du übrigens erweitern musst jetzt, kannst du halt die ganzen Dinger kannst du halt die ganzen Sachen erstmal daneben abkippen. Überladewagen, den finde ich cool. Überladewagen. Flüge. Die Musik stört gerade ein bisschen. Grober. Hier haben wir einen. Na, wo steht das? 6 Meter. 6 Meter. 8 Meter 30. 12 Meter. 14,5 Meter. Das ist schon mega. Seemaschinen. Von ganz klein, mittel. Nice. Der hat 9 Meter. Geil. Das Teil finde ich mega geil. Ich versuche gerade die ganzen Symbole da unten zu verstehen. Ist ein bisschen noch, müssen wir noch viel lernen. Das Teil hier. 36 Meter. Mega. Eine Feldspritze. Boah. Irgendwann werden wir uns das Teil hier leisten. Aber das wird noch dauern. Besonders wenn ich hier so viel Zeit verdödel. Ich beschleunige das jetzt mal. Hier, Güllefässer, mega cool. Striegel. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Mähwerke. Ganz schön viele Mähwerke. Das finde ich auch mega cool. Vorher gab es da glaube ich nur diese beiden hier und ja, das war irgendwie auf Dauer ein bisschen langweilig. Oh Gott, ey, tut mir leid. Zetter, ja, Schwader, da fehlt mir ehrlich gesagt der ganz große, den es damals gab. Naja, gut. Ladewagen finde ich auch, dass da irgendwie ein bisschen zu wenig sind. Mal gucken, vielleicht. Naja, Mods wird's geben. Wir werden auch, denke ich mal, irgendwann mal mit Mods zocken, aber in erster Zeit werden wir erstmal... Ah, hier. Diese Dinger. Bei den Dingern kann man endlich mal die Ladung endlich befestigen mit Spanngurten. Das konnte man damals nicht.
ist man kurz ein bisschen um die Kurve gefahren, sind die ganzen Ballen schon wieder runtergeflogen. War mega ätzend. Endlich, jetzt kann man endlich die Dinger festmachen. Was ich mega, mega cool finde. Ja. Kettensägen. Stehe, blablabla. Ja, alles war gleich. Werden wir uns, Forstwirtschaft werden wir uns natürlich auch angucken und so weiter. Ich denke mal, dieses Let's Play wird sehr lange gehen. Auch wenn es ätzend ist aufzunehmen. Ja. Ja. Ja, Teleskoplader. Radlader. Kompaktlader. Auch mega cool. Tiere. Irgendwann werden wir uns halt so einen Wagen holen. Oder. Ehrlich gesagt, würde ich mir eher das hier holen. Ja. Aber das kommt später alles. Erstmal werden wir uns ganz normal um Felder kümmern und wenn wir dann halt genügend Geld haben. Ja. Das hier ist, glaube ich, ein. Hier so eine Tankanlage. So eine mobile Tankanlage. Finde ich auch cool. Dolly. Das Teil ist der Hammer. Um Fahrzeuge zu... also mit diesem Ding kann man halt schwere Fahrzeuge, wie zum Beispiel Erntemaschinen und so weiter, transportieren. Zum Aufladen musst du halt dieses Teil abkuppeln mit dem LKW. Dann fährst du weg mit dem LKW und dann kannst du hier an dem Teil die Laderampe und so weiter ausfahren und dann kannst du halt rauffahren. Du kannst auch das den Anhänger verlängern und so weiter. Das ist mega. Das Teil ist der Hammer. Dass sie das eingebaut haben, ist boah, mega geil. Schneidwerkwagen. Ja, mal gucken, ob wir das irgendwann mal benutzen werden. Ich denke mal schon. Lizard. Den würde ich gerne haben wollen. Gewichte. Endlich mal nicht nur diesen einen hier von Syr, sondern auch mal hier andere hübsche Teile. Ja. Paletten. Ja, die werden wir uns wohl in Zukunft häufiger holen müssen. Weil auch das Düngen jetzt tatsächlich, ja, man hat nicht ewig Dünger. Müssen wir halt scheinbar immer wieder nachladen. Das Förderbandsystem, der absolute Hammer. Das ist unbeschreiblich geil. Mit diesem Förderbandsystem kann man ganze Förderbandsysteme zusammenstecken. Du kannst hier die ganzen Sachen abladen, die du halt zum Beispiel in Lagerhaus packen willst. Also, ja. In die Lagerhalle packen willst. Kippst du da ab. Kannst du einige Förderbänder ankuppeln, die das dann halt weiter transportieren und dann hier über das Endstück dann in die Halle entladen. Das ist, oh, das ist so mega geil. Ist ein bisschen knifflig, das zusammenzubauen, so wie ich das hier Livestream geguckt habe, gesehen habe, den ich da mal letztens geguckt habe. Ja, aber es ist mega geil. Und es sieht auch so ultra geil aus, wenn es funktioniert. Das ist der Hammer. Platzierbare Objekte. Neben den Dingsbums hier Sauermachteil. Die Wasserspritze kann man jetzt auch zum Beispiel Wasserturm, eine Werkstatt. Hier mit Hilfe dieser Werkstatt kannst du überall auf der Karte eine Stelle festlegen, an der du deine Fahrzeuge und Geräte auch ohne Hilfe eines bezahlten Mechanikers anpassen kannst. Wir werden uns relativ schnell so ein Teil auf jeden Fall holen, denke ich. Lade Hackschnitzel bei dieser Verkaufsstation ab, um Fernwärme zu erzeugen, welches dir Geld einbringt. Wir können uns... Die Musik ist gerade ein bisschen nervig. Wir können uns also so ein Teil holen, das irgendwo aufstellen
Und dadurch, und da unsere Hackschnitzel verkaufen. Direkt verkaufen. Das finde ich mega geil. Lade Holz in dieser Maschine, um das in Hackschnitzel umzuwandeln, welche direkt an die Sägemühle verkauft werden. Aha, interessant. Also, interessant. Hier. Silo-Erweiterung. Silos haben jetzt mittlerweile eine Kapazität. Das heißt, man muss sich Silos kaufen, damit man weiter hier, damit man weiterhin weiter laden, beladen kann. Also damit man weiter seine Sachen einlagern kann. So. Mann, manchmal bin ich ein bisschen blöd. Heulager. Lagermöglichkeit für Heu und Stroh. Ja. Gut. Unterstände kann man jetzt sich kaufen und platzieren. Was ich extrem geil finde. Fahrzeughallen. Bienenhaus, Treibhaus, das gab es vorher schon. Genauso wie die Solaranlage, Windkraftanlage. Das hier gibt es eine Picknickhütte. Oh, das ist cool. Oh. Überdachung, kleiner Schuppen, erhöhter Schuppen, Hütte, Mehrzweckgebäude, oh cool. Birke, Ahorn, Eiche. Finde ich cool. So, das war's jetzt auch. Ich würde dann aber auch sagen, damit wir auch mal endlich mal weiterkommen hier. Das war's dann für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.